Hallo zusammen, mein Name ist Voxy und ich spiele XCOM Enemy Within als Vorbereitung auf XCOM 2, was im Februar rauskommt. Und ja, ich will halt das nochmal mit diesem Erweiterungspack hier spielen. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht und ich fange jetzt ein zweites Mal an, weil beim ersten Mal gab es leider Probleme beim Export von Twitch nach YouTube. Wenn meine Idee ist, dass ja vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn es hier viele Folgen werden sollte. Dass man das halt über Twitch macht und dann ist es schon online und ich brauche es nicht noch extra rendern, hochladen und so weiter. Ja, also einfach mal testen, wie das ist. Dafür stelle ich jetzt einfach mal ein neues Spiel. Ich habe letztes Mal klassisch genommen. Extreme Herausforderungen. Vielleicht sollte ich doch lieber normal machen und dafür bei den Optionen, wenn man das Mail-Tutorial weglässt und Unternehmen Nachwuchs, was auch immer das bedeutet, und aus der zweiten Welle nehmen wir dafür halt wieder die Sachen dazu. Zusammengewürfelte Werte, also alles, was so ein bisschen random ist. Werte steigen nach Zufallsprinzip. Ausbildungsbaum möchte ich richtig am Spielstand. Missbrauch so, gibt es gar nicht, weil Spielstände wird es nicht geben. Ich spiele Iron Man. Roter Nebel hatte ich letztes Mal gedacht, macht Sinn. Angriff aus der Flanke ist immer kritisch, das möchte ich. Ich muss Psi-Aliens verhören, um die Geheimnisse der Psionik zu entdecken. Marathon muss nicht sein Ziel winkeln, dass man halt einen Bonus auf die Genauigkeit bekommt, finde ich gut. Und Verstand gegen Materie finde ich auch gut, das lassen wir so. Iron Man wollte ich anklicken und Einsteigertexte abschalten. Und damit müsste aber jetzt eigentlich alles in Ordnung sein. So. Ja, los geht's. Mr. Whitebits, guten Abend. Genau, ich lese jetzt, weil es diesmal nicht zu sehen ist, im Bild, wenn jemand im Chat irgendwas schreibt, lese ich es halt immer vor. Da hat also jemand einen Namen gesagt. So, Namen. Gucken wir uns das Intro an, ich glaube ja, ne? Tja, da ich das schon mal getestet hatte neulich, das ist jetzt zwar eine kleine Wiederholung, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Ich hatte damals schon gesagt, dass es merkwürdig ist, ne? Wenn so ein Ding hier runterkommt, also dass dann so viele Leute. Okay, ein Handyfoto kann ich noch verstehen. Anfassen würde ich wahrscheinlich nicht machen wollen. Ja, wegrennen, so wie er hier. Hilft's ihm? Das war jetzt auch die Szene, warum das Spiel ab 18 ist. Hallo, Commander. Hallo. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Ich sehe eigentlich schwarz, wenn ich mir vorstelle, wie letzte Mal die Missionen gelaufen sind. Viel Glück, Commander. Werde ich brauchen, danke. Naja, gerade durch das Meld, was man jetzt einsammeln muss, ist man ja gezwungen, ein bisschen schneller vorzugehen. Und da kann man nicht so ewig rumsitzen und sagen, ich mach mal ganz langsam und so. Macht ja sowieso keinen Sinn, weil die Aliens irgendwann spawnen. Wieso dreht sich das so schnell? Wird er mir schlecht bei? Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Das ist wahrscheinlich, weil die für das Spiel die Maus irgendwie am Rand ist. Egal. Ich hatte letzte Mal
Asien genommen. Kampf der Zukunft. Alle Projekte in der Gießerei und Offiziersschule kosten 50% weniger. Das Ganze zahlt sich später erst aus, nicht so direkt am Anfang. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Es sieht fast so aus, als wäre es dieselbe. Ich mache einfach mal Einsatz starten. Es sieht fast so aus wie dieselbe Mission letztes Mal. Nur, da hieß es in Indien und diesmal ist Australien. Zwischensequenzen lasse ich immer ein bisschen laufen. Irgendwann werde ich die sicherlich abbrechen, weil die sich immer wiederholen. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Hier drüben Okay. ist was. Wie lange ich streame? Naja, jetzt erstmal eine Stunde, vielleicht zwei. So, ja, wir haben Aliens entdeckt, die haben uns auch entdeckt und sind weggerannt. Das ist eine Sache, die viele Leute bemängelt haben in diesem Spiel. Und was in XCOM 2 besser werden soll. Also das ist ja so, dass die Aliens halt spawnen quasi. Ja? Also man rennt dahin, man entdeckt das Gebiet und dann spawnen die und haben halt dann immer einen freien Zug. Ja? Also man kann Aliens nicht überraschen in dem Sinne. Ja? Also man kann da nicht hin und direkt drauf schießen, sondern die kriegen immer einen freien Zug und rennen halt in Deckung. Und in XCOM 2 soll das ein bisschen besser werden. Da soll also richtig so eine Stealth-Komponente auch eingefügt werden, dass es halt Sinn macht, sehr langsam leise vorzugehen, um nicht entdeckt zu werden. Jetzt weiß ich nicht, ob hier so eine halbe Deckung, ob mir das reicht. Wir können auch hier ins LK, in den LKW rein. Und Voxy ist Troll, hallo? Ja, es geht um Aliens, genau. Aliens sind scheiße. Okay, der hat jetzt Feldposten aktiviert. Er schießt auf mich und schießt daneben zum Glück. Was hat er denn für eine Zielwahrscheinlichkeit? Hier 50 und auf dem anderen 61. Probieren wir das aus? Der war ja auf Feldposten. Also wenn ich jetzt rennen würde, um ihm in die Flanke zu fallen, dann hat er eine Chance auf mich zu schießen. Die Frage ist jetzt, ob das auch für ihn hier gilt. In die Richtung. Aber ich glaube, Feldposten geht in alle Richtungen. Mal gucken. Wir gehen mal hier hin. Ja. Okay, aber wir haben jetzt den dort flankiert. Der hat jetzt so ein gelbes Schild. Und wir haben aber auch nur eine 60% Trefferchance. Aber ich mache das einfach mal. Okay, es ging gründlich daneben. Ne, wir machen jetzt erstmal bei ihm hier weiter. Und das ist die Frage. Hat sich die Chance erhöht? Nicht wirklich. Aber ich gehe jetzt das Risiko ein. Trifft. Und die hier können ihn gerade nicht sehen. Okay, dann kann ich wieder vorrücken. Ich habe 5 und 7 Runden Zeit, um das Meld hier zu sichern. Das werde ich wohl schaffen. Gehe mit ihr hier einfach mal mit. Und dann hoffen wir, dass der eine hier in Panik ist und Sie wegrennt. treten den Rückzug an. Er benutzt auch beide Züge zum Laufen und nicht zum Schießen. Ich denke mal, die Aliens, die haben genau wie die Menschen halt zwei Züge. Kann bis hierhin gehen.
Ah, das sind nochmal andere. % Chance nehme ich nicht, sondern setze ihn auch auf Feldposten. Und mit ihm hier gehe ich in eine etwas bessere Deckung und ebenfalls Feldposten. Mal sehen, hat man hier hinter eine richtige Deckung, ja. Können wir das anklicken und ja, einsammeln. Hat das was gekostet? Nee. Gut. Kostet keinen Zug. Und er rückt dann genauso vor. Und ebenfalls Feldposten. Ja, Wuxis Troll schreibt, er wächt noch schnell ab, bevor er sich unter seinem Kopfkissen versteckt. Da hat sich Feldposten schon ausgezahlt, hat aber nur einen Schaden gemacht, leider. Ah, interessant. Sie könnte jetzt auch drauf schießen. Sind immer noch 50%. Das wird bei ihr nicht besser, ne? Sie könnte hier reingehen. Machen wir aber im nächsten Zug. Könnte vorspurten, das ist aber so ein bisschen zu riskant. Der kann auch einfach hier bleiben. Und ist die Frage, ob das kaputt geht, ne? Hier wurde jetzt schon mehrmals drauf geschossen, oder ist die Deckung hier sicher? Ich glaube, ja, zurückziehen geht eigentlich kaum. Also, ja, naja, okay. Ich wäre jetzt eigentlich nicht so gerne so weit gerannt, aber naja. So, mal drehen und vielleicht hier in die Ecke gehen. Genau, da haben wir eins flankiert und das haben wir jetzt mit einer 84% Chance. Auch das kann daneben gehen. Und das hier, Aber wird sicherlich gehen. Aber es gilt nicht als flankiert. Er ist immer noch in der Deckung. 20% Chance. Dann lasse ich ihn jetzt hier vorspurten oder sie. Ich glaube, das ist hier der letzte Verbliebene. Wenn das nicht sitzt. Okay, es ist noch nicht vorbei. Ja, dann gucken wir mal auf der Seite dort hinten nach. Sie kann hier mal hin und raus gucken. Welche Richtung rückt mir weiter vor? Wahrscheinlich dann dahin.
alles nur halbe Deckung. Dann vielleicht hier hin und wieder Wachposten oder Feldposten. Und er müsste mal nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Was war das für ein Geräusch? Okay, sie hat was gehört. Es kam hier aus der Richtung. Und ich lasse es bei Feldposten. In Bewegung. Ja, geht jetzt hier hin. Oder sie. Und Feldposten. Ich fand da so bei meinem ersten Lauf hier zu spielen Feldposten immer sehr, sehr nützlich. Einfach weil man dann eben doch die Aliens überraschen kann, wenn sie halt durchs eigene Schussfeld laufen. Tja, das ist echt, der Typ ist so langsam, dass wir hier mit einem Zug nur bis hier kommen. Wir können hier hingehen. Haben ihn immerhin flankiert und können noch mal schießen mit einer 52%. Oder ja, unsere Deckung ist eigentlich gut genug. Ich riskiere es, ihn auch nicht zu treffen. Gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten ihre Befehle. Yep. Dr. Valen. Ich eile zu ihnen. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt: die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Das soll die wichtige Aufgabe sein. Typen zu befördern. Tja, gar keine andere Wahl. Verwundet 4 Tage. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Maddie's One Man Army. Hi. Ich habe das Spiel auf Steam, ja. Ausbildung zum Sturm und Schuss, sehr schön. Ausgesprochen nützlich. Sturm und Schuss ermöglicht in der Runde, in der der Sturm und Schuss aktiviert wurde, nach dem Spurt noch Feldposten einzusetzen oder zu schießen. Braucht 2 Runden Abklingzeit. Das ist so, was wir eben gesehen haben. Immer wenn man in den blauen Bereich läuft, kann man halt noch schießen. Wenn man in den gelben Bereich läuft, kann man nichts mehr machen. Und der kann halt in den gelben Bereich laufen und dann eben noch irgendwas machen. Okay, er hat jetzt auch einen Trefferpunkt mehr dazu bekommen. Und sie ist hier auch befördert worden, allerdings verwundet für 4 Tage. 4 Tage ist aber nicht so schlimm. Und sie ist Sniper, okay. Sie hat jetzt den Präzisionsschuss. Hatten wir vorher nicht. 30% Chance auf kritische Treffer und mehr Bonusschaden. Ja, okay. Ist mit der Waffe natürlich noch ein bisschen Käse, aber das wird ja alles besser. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Ja.